Was soll ich beichten? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte von Jesus: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist berührend, was Jesus dem Schriftgelehrten geantwortet hatte: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ja, das Reich Gottes besteht in der dreifachen Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst. Überrascht hörte ich, wie einem Priester in einem Videofilmchen die Frage gestellt wurde: Was soll ich denn beichten, wenn ich alle 10 Gebote eingehalten habe? Oh, wie schön! Es gibt auch heute junge Menschen, die alle 10 Gebote treu befolgen. Doch was fehlt dann noch? Heilig sind wir deswegen ja noch nicht. Denn die Heiligkeit besteht in der vollkommenen Liebe. Der Priester gab also als Antwort: Übe die Liebe und die Barmherzigkeit und beichte die kleinen Verstöße gegen die Liebe. Werf mir kurz einen Blick auf diese dreifache Liebe. Erstens die Gottesliebe. Die Gottesliebe besteht zum einen darin, dass wir uns der liebenden Gegenwart Gottes bewusst machen und ihn anbeten. Die Gottesliebe besteht zum anderen darin, Jesus als unseren Erlöser anzunehmen und sein heilendes Wort zu verinnerlichen. Zweitens die Selbstliebe. Der heilige Bernhard von Clairvaux vergleicht die Selbstliebe mit einer Schale, die sich zuerst füllen lässt, bevor sie überfließt und so weitergibt. Wir sollen also nicht einem Rohr gleichen, das immer nur gibt und gibt und gibt, bis es total leer ist. Ja, in der heiligen Selbstliebe sollen wir auf den Ruhetag, den Sonntag, zum Auftanken achten. Die Arbeit von Stress und Hektik entschleunigen und Zeit finden für unsere Seele, wo wir im Gebet und in der Betrachtung unsere Schale der Seele füllen können. Drittens, die Nächstenliebe. Wenn die Schale der heiligen Selbstliebe gefüllt ist, kann sie überfließen in all den vielen Werken der Barmherzigkeit. Sie lauten: Dem Rat geben, der ihn braucht, den lehren, der nichts weiß, den korrigieren, der irrt, den Traurigen trösten, die Beleidigungen verzeihen, die unangenehmen Menschen mit Geduld ertragen und schließlich füreinander beten. Im Namen, in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der uns die dreifache Liebe lehrt. In der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, wo wir die Liebe von Gott immer wieder schöpfen dürfen. Auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, dich von allen Lieblosigkeiten, allen Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes will, so geschehe es, und er geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, komm herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut. Bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.